Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar dieses Mal geht es um den Coindoser. Eigentlich eine ganz leichte App, wenn man das mal so will. Und zwar für den ein oder anderen Las Vegas Spielsüchtigen. Worum geht es hier in erster Linie? Naja, wir sollen hier so ein bisschen Cash verprassen. Und zwar haben wir jetzt gerade ein paar Münzen. Und zwar haben wir an der Zahl, Moment, ich glaube 39, genau, jetzt noch 38 Stück. Und wie funktioniert das Spiel im Endeffekt? Eigentlich ganz einfach, man kennt es vom Rummel, vom Jahrmarkt, vom Frühlingsfest. Man muss so viel wie möglich Münzen herausholen und mit so wenig wie möglich Einsatz. Und alle 10 Sekunden bekommt man jetzt hier zum Beispiel gratis eine Münze. Ja, und dann kann man hier natürlich so ein bisschen versuchen, die ganzen Münzen nach vorne zu schieben. Das Problem ist, irgendwann sind wir an dem Punkt angekommen, dann kommen wir hier nicht mehr weit mit den Münzen. Ihr seht das gleich jetzt mal hier. Ja, jetzt habe ich sie übereinander geschoben. So, da habe ich aber einen guten Bonus bekommen. Und zwar den Double Coin. So, kann man das ganz einfach machen. 34 Münzen habe ich noch zur Verfügung. Und kann alles raushauen, was ich will. So, und dann kommen alle 10 Sekunden wieder eine Münze dazu. Und ich kann ja auch noch im Level aufsteigen. Ja, ihr werdet das hier gleich sehen. Gleich kracht's. Nee, noch nicht ganz. So, passt auf, jetzt hier. Gucken wir mal. Ja, dann kann die rote Münze und das Kuscheltier schaffen wir auch gleich noch. Gleich ist es soweit, dann gibt es nämlich richtig gute Punkte. So, müssen wir mal gucken, wie viel haben wir denn eigentlich hier insgesamt? Wir können für Diamanten natürlich auch noch freie Münzen kaufen. Wir können einen Blast kaufen, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Irgendwas oben an den Punkten, das seht ihr gerade gar nicht, habe ich gerade festgestellt, kann man auch noch einstellen. Aber jetzt wollen wir erstmal dafür sorgen, dass wir hier ordentlich was an die Seite schieben. So, jetzt gleich ist das Kuscheltier fällig. Ja, ihr kennt das ja, den Preis haben wir gewonnen. Man kann nicht immer gewinnen an der Stelle, das ist klar. So, aber es ist auf jeden Fall mal eine lustige Sache. Und bevor man da Geld am Automaten für ausgibt, kann man sich sowas mal auf sein Smartphone runterladen. Ihr seht es ja hier an der Stelle. Es ist schon mal eine ganz lustige Angelegenheit. Und gleich, ich will die rote Münze noch unbedingt. Und dann haben wir das wenigstens geschafft. Da ist sie. Zack, der Giant Coin. Jawohl, da gab es ordentlich eine Punktzahl. Und da kommen die nächsten Kuscheltiere und Preise. Ja, Freunde, wer Bock drauf hat, lädt sich die App einfach mal runter und zockt mal eine Runde ohne den Geldverlust an der Stelle. Wer natürlich mag, kann sich natürlich auch noch zusätzlich Coins kaufen für richtiges Geld. Aber wer das macht, ja, ist halt selber schuld. Man kann das Ganze natürlich auch umsonst haben oder man lässt es gleich sein, wenn man zu süchtig danach wird. So, den blauen, den holen wir uns jetzt an der Stelle auch noch. Da ist er, der Giant, der Silverburst. Und den Preis haben wir an der Stelle auch noch. So sieht das Ganze aus. Wunderbar. Kann man eigentlich nicht meckern. Die Preise können wir uns hier oben dann nochmal einsehen. Und da gibt es dann nochmal extra Punkte für. Irgendwie hier. Nee, irgendwas. Jetzt bin ich wohl im Internet wieder gelandet. Das ist schlecht. Ja, Freunde, ansonsten ist es eine nette Angelegenheit. Man kann das Ganze mal spielen. Und, ach, guck mal. Der zeigt mir auch ganz genau an, wann ich welche Spiele, wann ich welche Münzen bekomme, Freunde. Ja, wir sehen uns wie immer bei der nächsten App-Review. Bis dahin, auf Wiedersehen.